Hallo, eine der Rücklichtbirnen Ihres Note ist defekt. Um sie zu wechseln, muss vorher das Rücklicht ausgebaut werden. In den nächsten Minuten will ich Ihnen zeigen, wie dies geht. Vorab legen wir uns die dafür notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel bereit. Dies sind Klebeband, ein 10er Schlüssel, Gabel oder Ring, eine Schere, ein paar Gummihandschuhe, das sind Haushaltsgummihandschuhe, zwei Stück Karton, einen Schraubenzieher und eine Dose Silikonspray. Nun sind wir präpariert und können beginnen. Die Heckleuchten sind mit zwei Schrauben der Schlüsselweite 10 befestigt. Mit unserem Gabel- oder Ringschlüssel lösen wir diese beiden Schrauben. Drehen Sie per Hand heraus und legen Sie anschließend sicher ab. Um Lackbeschädigungen vorzubeugen, benutzen wir unser Klebeband. Wir schneiden ein etwa 10 bis 12 cm langes Stück ab und kleben es im unteren Bereich der Leuchte auf den Lack. Hierbei sollten Sie das Band leicht in den Spalt zur Leuchte einführen. Dies erhöht die Schutzwirkung. Weil die beiden Schrauben entfernt sind, ist die Heckleuchte gegen die Hecklappe lose. Auf der Gegenseite sitzt sie allerdings noch fest. Um sie auch hier zu lösen, benutzen wir unsere Gummihandschuhe. Diese bringen besseren Halt zwischen den Händen und der Leuchte. Gefühlvolles Rütteln, gefolgt von einem beherzten Schlag mit dem Handballen, löst in den meisten Fällen die Heckleuchte vollständig von der Karosserie. Das Klebeband im unteren Bereich schützt vor Beschädigung des Lacks. Beim erstmaligen Ausbau der Heckleuchte kann es vorkommen, dass sie fester sitzt und sie sich durch den Schlag mit dem Handball nicht löst. Selbst habe ich hierbei gute Erfahrungen mit zwei Kartonstücken gemacht. Zuerst stecken wir die beiden Stücke im oberen Teil der Leuchte in den Spalt zwischen Karosserie und Leuchte. Sie sollen Lack und Leuchte schützen. Mit einem etwas größeren Schraubenzieher greifen wir nun zwischen die beiden Kartonstücke ein und hebeln vorsichtig die Leuchte aus ihrer Befestigung heraus. Die Glühbirnen können nun getauscht werden. Befestigungsbolzen oben und unten. Beide greifen in Kunststoffbuchsen an der Karosserie ein. Seitlich befindet sich eine Buchse aus Kunststoff an der Karosserie und eine Führungsbuchse an der Heckleuchte, die die seitliche Führung zur Karosserie sicherstellt. Die Metallbolzen greifen in Kunststoffbuchsen ein, die leicht mit Silikonspray behandelt ein späteres Wiederlösen erleichtern. Viel Spaß beim Ausbau! Sie finden weitere interessante Videos auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank, bis dann, tschüss!